Ja, ich geb's zu, ich habe über fixfertige Survival-Kits immer wieder gelästert. Und da hat der eine oder die andere gemeint, ja Rainer, aber du bietest keine Lösungen an. Okay, fixfertige Survival-Kits sind kacke, aber was machen wir dann? In dem Video mag ich dir zeigen, wie ich das angehe. Und wenn du das auch wissen willst, dann würde ich sagen, bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop im Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich mag nicht mehr über die Sinnhaftigkeit sprechen, da gebe ich da oben hier den Link auf das Video, wo ich sage, ist überhaupt nichts Gutes, diese fixfertigen Survival Kits, aber da jetzt die Lösung. Schau mal her. Ein Survival Kit ist eine Sammlung von Ausrüstungsgegenständen, die du schnell und effektiv einsetzen kannst, um dein Leben zu retten. Ja, zum Beispiel wir jetzt hier auf billige Eigenwerbung Waldurlaub. Wir haben jetzt hier Winter. Das heißt, wenn du eine Winterwanderung machst, dann wird und du hast irgendeinen Unfall und kannst vielleicht oder auch nicht kommunizieren und Hilfe herholen, dann hast du aber trotz alledem ein Problem, ob du jemanden anrufen kannst oder nicht. Ja, Unterkühlung. Das heißt, du brauchst irgendeine Art von Rettungsdecke oder irgendeine andere Möglichkeit, um Wärme zu erzeugen, damit du so lange wie möglich überlebst, deine Überlebenszeit erhöhst, ja, um gerettet zu werden, zum Beispiel. So. Das heißt, ich kann nicht sagen, ein Survival Kit muss das drinnen haben oder muss das drinnen haben oder muss das. Das hängt davon ab, wo du unterwegs bist. Wenn du in der Wüste unterwegs bist, wirst du ein anderes Survival Kit brauchen als im Dschungel. Du wirst ein anderes Survival Kit brauchen, wenn du im Krieg bist oder in Frieden. Ich weiß das nicht. Ja? Also noch einmal, das musst du immer an die Situation anpassen. Aber was immer gleich bleibt, ist, dass du irgendeine Art von Hülle brauchst. Und ich zeige dir jetzt, wie ich das angehe und welche Bereiche ich hier habe. So. Das eine ist einmal, und alles ist ja billige Eigenwerbung, so wie immer, das gibt es natürlich alles bei mir im Shop, das ist das hier. Das ist eine schwedische Aluminiumdose, eine Brotdose eigentlich. Das heißt, da gibt man die Jause rein beim Wandern. Das Teil, ja, das ist Tangria, ja, auch der dazugehörige Kocher, diese Firma aus Schweden. Und dieses Teil hier, dann vielleicht auch noch mit einem kleinen Bändchen rundherum, ist gut, ja, weil du kannst hier Feuer, mach Sachen, wenn dir das wichtig ist, reingeben. Du kannst dir deine Rettungsdecke reinpacken. Du hast auch gleichzeitig einen Behälter, mit dem man kochen kann. Du kannst damit Wasser fassen, du kannst damit Wasser sammeln. Also das ist, wiegt auch nichts. Ich würde jetzt nicht empfehlen, deinen Tee jeden Tag mit diesem Alu-Ding hier zu kochen. Aber für den Notfall wäre das eine Möglichkeit. Brauche ich das in Österreich? Ich weiß es nicht. Brauche ich es in Deutschland? Ich weiß es nicht. Aber es würde funktionieren. Relativ groß, da passt einiges rein, aber sehr, sehr leicht und multifunktional. Gut, das ist mal die eine Sache, ja, dass ich total genial finde. Aber jetzt könnte man sagen, okay, das ist alles recht gut und schön. Zum Großen kommen wir dann eh auch noch. Aber ernsthaft, in meinem Survival Kit, ja, da brauche ich gar nicht so viel. Mir reicht was ganz ein kleines Schachtel. Entweder nimmst du dir eine Bonbon-Dose, ja, da gibt es irgendwelche so, das sind so komische Zuckerl, wie man in Österreich sagt, also so Bonbons, die ich in der Apotheke kaufe, wenn ich rede die ganze Zeit. Ist dir vielleicht schon aufgefallen? Und da wird da hinten alles trocken, da im Rachen. Und dann lutsche ich die, ich habe auch totales Suchtpotenzial, kriege das Beste oder wie die heißt, ich weiß es nicht, so Pastillen. Und wenn ich da einmal anfange, kann ich nicht aufhören und das ist so eine lustige, schöne Dose. Die kann man auch verwenden, habe ich früher immer hergenommen. Aber jetzt habe ich natürlich was anderes und zwar, das ist so ein, ja, ich glaube, das ist ein Nachbau von der Bundeswehr. Das Teil hier, ja, ist so leicht nierenförmig angeordnet. Kriegst alles beim Shop, schau dir das an. Der Nachteil ist halt, da klappert es, wenn du da auf Geräuschtarnung bist, ist nicht hundertprozentig wasserdicht, sondern nur leicht abweisend. Also tauchen würde ich damit nicht gehen, aber Spritzwasser ist überhaupt kein Thema. Ist hier übrigens auch der Fall. Und das ist nämlich auch gleich der Hintergrund, warum will ich das überhaupt einpacken? Weil ich vielleicht Gegenstände habe, die trocken gehalten werden sollen. So, das wäre jetzt zum Beispiel so zwei Möglichkeiten. Da passt schon mehr rein als hier. Da ist zum Beispiel für das Feuerkit, ich nenne das jetzt mal so, wenn das ein Thema für dich ist, ist das eine Möglichkeit? Ja, warum auch nicht? Man kann aber auch einen Plastiksackerl nehmen, ist auch klar. Also man muss nicht unbedingt was kaufen, aber wenn man etwas haben will, was ein bisschen stabiler ist, dann zum Beispiel diese Teile hier, gibt es auch alles bei mir im Shop. Die sind halbwegs wasserdicht, die haben da so eine kleine Dichtung drinnen. Wie gesagt, ich würde nicht tauchen gehen, aber Spritzwasser, Regenwasser oder auch einmal kurz eintauchen, ist überhaupt kein Thema.
Das sind auch die Hüllen interessanterweise, die man bei diesen Survival Kits, diesen fixfertigen, indem man die kriegt. Und das ist auch durchaus brauchbar. Aber ja, hat halt so seine Vor- und Nachteile. Zum Wasser schaufeln geht das gut, aber Wasser kochen geht natürlich damit nicht. Mit den Kunststoffteilen, da braucht man so irgendwas. Beziehungsweise ist es so klein, dass es keinen Sinn macht, weil man kann natürlich auch mit heißen Steinen Wasser kochen, ist mir bewusst. Aber da ist einfach zu wenig in diesem Teil hier drinnen. Das muss uns einfach bewusst sein. Aber auch das wäre eine Möglichkeit. So. Gut, und jetzt kommt's. Wenn wir über Survival Kits sprechen, was gehört da überhaupt rein? Ne? Da sieht man ja alles. Und ich bin auf Instagram unterwegs, ich werfe jetzt die Sachen da ein bisschen hin, stehe, ist eh egal. Aber da bin ich unterwegs auf Instagram und da sehe ich ganz häufig, dass irgendwelche Expedition Fat Boys oder auch Mikros aufgemacht werden und da ist alles drinnen und bla. Und ich finde das super und ich habe da auch überhaupt nichts dagegen. Aber weißt, die Realität, zumindest die Realität hier in Mitteleuropa ist, dass eine Survival-Situation in der Natur tatsächlich ein First-Aid-Problem ist, ein First-Aid, ein Erste-Hilfe-Notfall. Das ist die Sache, worauf es eigentlich ankommt. Und dafür brauche ich Ausrüstung. Und das kann zum Beispiel auch so etwas sein, kann aber auch viel, viel kleiner sein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, das ist ein fixfertiger Kit von Miltec. Ich würde den noch einmal ein bisschen auswechseln und ein bisschen anpassen an deine Möglichkeiten. Aber was ich da so charmant finde, und das ist auch wirklich wasserdicht, so nach dem Motto, ich gehe damit tauchen auf 100 Meter, das spielt es natürlich nicht. Aber Spritzwasser, das ist alles überhaupt kein Thema. Man kann auch das Erste-Hilfe-Zeug rausnehmen und noch was anderes dazugeben. Also man kann das so anpassen. Und das hier hat zum Beispiel den Vorteil, dass es nicht kaputt schlagen kann. Da kann ich mich draufstellen. Ich stehe da jetzt drauf, ja. So. Weil es robust ist. Wenn ich mein Erste-Hilfe-Kit oder mein Survival-Kit so ausrüste, dass ich halt einen Plastiksackerl gebe und ich falle drauf, ich steige drauf und ich kann was zerstören, das wäre unangenehm. Das ist hier halt nicht der Fall. Das ist der Vorteil bei dem. Oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo es halt etwas nasser werden kann. So als Idee. Das heißt, das sind die Hüllen. Es gibt da natürlich noch viele andere. Es gibt kleinere Aluminium, es müssen nicht die Brotdose sein, es kann auch was kleineres sein. Haben wir alles im Sortiment, gibt es bei Amazon, gibt es bei vielen anderen Herstellern, um das geht es nicht. Aber bevor wir überhaupt ein Kit zusammenstellen, stellen wir uns zuerst die Frage, in welcher Situation will ich überleben und was sind die Dinge, die ich wirklich notwendig brauche? Was sind die Dinge, die ich wirklich wahrlich notwendig brauche und wie lang muss ich denn überhaupt überleben? Geht es nur darum, dass ich mal ganz kurz durchkomme, damit die Rettungskräfte zu mir kommen und ich einen Erste-Hilfe-Notfall in den Griff kriegen muss? Oder bin ich in Alaska oder in Nordschweden oder Nordfinnland oder Nordnorwegen? Also irgendwo da, wo auch die Rettungskräfte, vielleicht ich kann die gar nicht alarmieren und wir müssen ganz einfach längere Zeit hier durchkommen. Dann ist das eine andere Situation als hier auf Waldurlaub, wo man auch ganz einsam ist, aber trotzdem es Rettungskräfte gibt, die doch innerhalb einer Stunde, anderthalb Stunden da sind. So als Idee. Und dann, wenn du dir das überlegt hast, know your enemy, also kenne die Gefahr, dass du das analysiert hast, dann gehst du drüber und beginnst auch nicht gleich dein ganzes Zeug, sondern was brauche ich überhaupt, was ist das alles? Und dann überlege ich mir, in welche Kiste es reinkommt. Muss das wasserdicht sein? Muss es fest sein? Oder kann es auch ein Plastiksackerl sein? Wie will ich es transportieren? Ist das eher etwas fürs Auto? Ne? Oder muss es orange sein? Oder muss es grün sein, weil ich nicht gesehen werden will? Wie auch immer. Das heißt, das sind die Überlegungen, die hier relevant sind. Kurzes Video dazu. Das war's. Schreib mir deine Gedanken, was du davon hältst, wie du dein individuelles Survival Kit einpackst und was da reingehört und was deiner Meinung nach die realistischen Überlebenssituationen in der Natur in Mitteleuropa sind. Das würde mich irrsinnig interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen. Da geht's zu mir. Billige Werbung in meinen Shop. Auch unten gebe ich da die Links dazu. Ist ja ganz klar. Aber andere Videos zum Anschauen auf der Seite. Es hat mich gefreut und ja, jetzt geh ich nicht schaufeln. Bis dann und ciao, ciao.